Hier in diesem Video möchten wir einmal die Gedanken aufgreifen, die wir uns beim Revieren in diesem Fall gemacht haben. Davon ausgehend, dass der erste Schlag nach links erfolgt, haben wir uns entschieden, dass der Hund die linke Seite von rechts und die rechte Seite von links anlaufen soll. Angekommen am Helferversteck wird gewechselt, sodass der Hund diese Seite von rechts anläuft. Warum nun Versteck 6 von rechts? Der Grund ist relativ einfach. Die meisten Helfer sind Linksarmträger und wir bevorzugen es, dass der Hund auf der armfreien Seite zum Helfer gelangt. Beginnend mit der Situation, dass wir dem Hund die Richtung anzeigen, achten wir darauf, dass auch die richtungsweisenden Handzeichen in Kopfhöhe, in Augenhöhe des Hundes erfolgen. Wir achten ferner darauf, dass der Hund in die Richtung schaut, in die er dann laufen soll. Das korrekte Umlaufen des Versteckes wird sofort mit einem Lobewort quittiert. Bei den Folgehörzeichen unterscheiden wir zwischen dem Hundenamen und dem Hörzeichen hier für Herankommen. Der Gedanke, der dahinter steckt, ist der: Sollte der Hund einmal aus seinem Verhalten gehen, so ist über das Hörzeichen hier ein Einlenken auf den Hundeführer wieder möglich. Somit wird innerhalb eines Prüfungsablaufes das hier im Grunde nicht benutzt. Trainingsmäßig werden die Verstecke auch immer paarweise angelaufen. 1-2 zum Hundeführer. Hier gehen wir natürlich davon aus, dass der Hund die einzelnen Verstecke schon anlaufen kann und dass er auch zwei Verstecke schon gelernt hat. 2-3 zum Hundeführer. Selbstverständlich kann man das auch variabel gestalten. 3-4 zum Hundeführer. 4-5 zum Hundeführer. 5-6 zum Helfer. Hat dir das Video gefallen, so freuen wir uns natürlich über einen Daumen nach oben. Anmerkungen oder Hinweise könnt ihr gerne unten in die Kommentare schreiben. Wenn ihr an Gedanken über andere Ausbildungsschritte interessiert seid, so schreibt dies gerne auch in die Kommentare rein.